Du bist ja nun eine erfolgreiche Orientierungsläuferin. Danke. Was für Voraussetzungen braucht man, um erfolgreich den Orientierungslauf zu betreiben? Was es braucht, denke ich, ist eine Trainingsgruppe. Zusammen macht es immer mehr Spaß als alleine. Gute Karten. Auf einer schlechten Karte, die nicht stimmt, wo die Wege nicht stimmen, wo die Höhe nicht stimmen, macht Orientierungslauf einfach keinen Spaß, weil man nur frustriert wird, weil man nichts findet. Genau, gute Karten, vielleicht auch ein bisschen variiertes Gelände. Und im Endeffekt dann eben auch viel Lauftraining. Es kommt, wir wollen mit sehr hohem Tempo durch den Wald rennen, dazu brauchen wir Schnelligkeit und Kraft. Und auch schnelles Denken, denke Genau, und denken muss man natürlich auch können. Deswegen machen wir dann viel O-Technik-Training, um die Posten in dem hohen Tempo auch sicher zu finden. Alles klar. Ja, zur letzten Frage. Wo kann man in Deutschland Orientierungslauf betreiben? Wo gibt es die Zentren? Also, ich würde sagen, Dresden ist ein sehr großes Zentrum, aber zum Beispiel auch in Regensburg, Berlin, Kassel, im Siegerland. Überall gibt es Orientierungsläufer, mal mehr, mal weniger. Wenn man da gucken möchte, ob es in deiner Gegend irgendwie UL gibt, dann würde ich orientierungslauf.de empfehlen. Da gibt es eine Übersicht über alle Vereine und wer die Ansprechpartner sind. Und da findet man alles, was den Orientierungssport in Deutschland angeht.